Herzlich willkommen auf MamutiKuliJ, ich bin so Laser und heute machen wir ein schönes Unboxing, ein richtig schönes Unboxing, ich bin richtig happy. Und zwar kam ein Paket von HobbyKing an, war nur eine kleine Bestellung. Ich habe zwar noch ein anderes Paket bestellt, mit meinem Mikrofon und noch was extra, aber irgendwie kam das noch nicht. HobbyKing war schneller und zwar packen wir das mal aus. Und Leute, ich freue mich auf dieses Paket tierisch. Ich weiß nicht wie, aber ich freue mich einfach nur tierisch auf dieses Paket, das wird genial. Ich habe hier zwei Akkus und zwar wieder zwei Lipos. Und zwar sind das 3S mit 4000 mAh und 40 bis 50 Charge. Damit dürfte es jetzt keine Probleme mehr geben. Zweimal am Start und da meine Lipo-Sammlung immer größer wird, muss ich jetzt langsam auch aufpassen, dass ich mal ein größeres Gefäß besorge. Dazu kommen wir aber später noch oder gleich noch. Ja, es sind zweimal die gleichen. 6S, wir kommen. Ja, hier. Auf das freue ich mich tierisch. Bevor wir aber jetzt hiermit loslegen, will ich noch mal kurz auf was eingehen, weil das hier ist so ein Special. Ne? Das packen wir mal zur Seite. Und zwar habe ich ja hier meine Schließkassette und in dieser kleinen Schließkassette habe ich bis jetzt immer meine Lipos gehabt. Der andere ist noch am Lagerzustand, das sind ja meine alten 3S, die hatten ja nur 30 bis 40 C, das war leider zu wenig. Und hier sind meine 2S drinne. So. Und jeder, der meinte, dass das total übertrieben ist, was ich hier mache, ne, für die habe ich nochmal einen kleinen Hinweis. Und zwar blende ich mal hier, oder ihr könnt hier in die Mitte klicken oder unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Video online von einem bekannten YouTuber, der auch viel mit Modellbau macht. Und seinen Kollegen ist was Schlimmes passiert. Und zwar hat er ein Lipo geladen und hat den unbeaufsichtigt geladen. Ja, und was dann passiert ist, könnt ihr euch in dem Video angucken. Ich sag nur, what the fuck, ne? Wenn nochmal irgendeiner unter meinem Video schreibt, diese Dinger sind sicher, ne? Bitte begrab dich, ne? Behalte es für dich, ne? Diese klugen oder unklugen Kommentare will ich hier nicht mehr hören. Und dann hier andere Leute sicherer machen mit den Dingern und so, ist nicht, ne? Die Dinger sind super gefährlich. Was man da in dem Video gesehen hat, ist übelst krass. Der hat seinen ganzen RC-Stand verloren. Guckt es euch an, richtig krass, was dem passiert ist. Nur weil er sein Lipo unbeaufsichtigt geladen hat. Ne? Deswegen sage ich immer zu euch, immer dabei sein. Niemals das Ladegerät unbeaufsichtigt stehen lassen. Aber das kennt ihr ja schon. Ne? Aber für alle Leute, die immer sagen, ja, ist nicht schlimm, kann nichts passieren. Die heutigen Lipos sind nicht mehr so gefährlich. Guckt euch das Video an und dann wisst ihr genauer. So. Wie gesagt, ich habe es wieder zwei extra gekriegt. Wie wir sehen, passt der hier schon nicht mehr rein. Und auch hier in der Tasche habe ich die anderen beiden reingetan von dem Projekt. Und wie ihr seht, passt das alles nicht mehr. Ne? Also muss nachgerüstet werden. Was ist besser als noch eine größere Schließkassette? Ja, es war eine Geldschließkassette. Das wird hier rausgeholt. Das Teil werde ich wohl abreißen. Das ist hier nur genietet. Und ja, hier ist eine Geldeinlage. Die kann man rausholen und... Oh! Wow, hier haben wir noch richtig echtes Geld, Leute. Hier, für alle Leute, die es nicht mehr kennen. Die ganzen jungen Zuschauer, die werden es nicht mehr kennen. Das ist noch unsere gute alte deutsche D-Mark. Hier 50 Pfennig und eine Mark. Oh, wie ich dieses Geld vermisse. Ich liebe dieses Geld, deswegen behalte ich die auch. Das ist einfach, das ist echtes Geld. Ne? Nicht den Scheiß, den wir heute haben. Ja, so, ich lege das mal kurz aus hier. So, mache ich hier Tücher rein. Die nehme ich als Schutz, und zwar nicht für die Lipos, sondern als Schutz für die Kontakte, dass hier nicht mal irgendwie so ein Kurzschluss entstehen kann oder so. Mehr nicht. Das ist einfach nur ein Schutz, dass hier die Kontakte nicht gegen das Metall kommen und dann hier ein Kurzschluss entstehen kann. Ne? Nur dafür ist das Tuch da. So, dann nehmen wir die alten 3S, die lege ich gleich mal da unter. Und dann müssen wir hier mal diese Klappe demontieren. So, das Ding haben wir abgemacht. Jetzt lege ich hier nochmal ein Tuch drauf, damit die anderen keinen Kurzschluss machen. Und dann können wir hier die auch hier reinpacken, solange das Projekt noch nicht losgeht. Und die hier sicher aufbewahren. So, genauso wie meine neuen. Bis ich die neu löte, kommen die hier auch erstmal rein. Weil Leute, ich bin da lieber ein Tick vorsichtiger.
Ich riskiere hier nicht einen Wohnungsbrand. Nur weil die Dinger sicherer sein sollen. Ne? Ich traue denen nicht. Da kann kommen, wer will. Ne? Da kann auch der Papst persönlich vor meiner Tür stehen und sagen, die sind sicher. Nein. Mir doch egal. Ne? Da können so viele sagen, wie sie wollen, die sind sicher. Never ever. Haben wir unser kostenloses Band-Upgrade. Ne? Das ist kostenlos. So, damit kann man die Schlüssel auch nicht verlieren. Fertig. Ne? So, somit sind die Lipos jetzt sicher. Weil wenn die hier drinnen hochgehen, dann sollen sie ruhig. Sie können hier an den Seiten von der Klappe hier, können sie ruhig entgasen. Ne? Aber das hier drinnen, und das ist schöne dicke Stahlkassette, da passiert mir nichts. Sicher ist sicher. Ja, und das hier wird wieder meine Geldkassette sein. Kommen wir jetzt zu dem, worum es hier geht. Hauptsächlich in diesem Video geht es nur um dieses Teil hier. Oh, es ist so geil, Leute. Ich schwör's euch, ihr werdet so... Ihr sitzt auf eurem Stuhl, ihr kennt das, und dann klatsch, fällt ihr so um. Ohne Witz, das hier ist richtig geil. Ich dreh's um, aber ich werd's hier... Ich werd hier was vormachen, damit ihr das nicht seht. So, jetzt zieh ich den Karton ab. Ihr seht immer noch nichts, ihr seht immer noch nichts. Und weg. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Auf den habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Yeah, wie fett. Wie fett. Wie fett ist der bitte? Geile Nummer. Ist der geil, Leute. Ist der geil? Ist der geil? Ey, der ist geil. Hier, meine Hand. Ist der geil? Oh, hier ist sogar noch unter Bodenschutz, ey. Krass geil. Ist der geil. Die Karo ist lackiert, richtig cool. Ja, jeder der da draußen, ne? Ich hab's euch gesagt, ihr werdet vom Stuhl fallen, ne? Aber so wie es aussieht, ist hier auf der Karo sogar noch. Ich mach die mal kurz ab. Ist hier auf der Karo sogar noch die Schutzfolie drauf? Jo, ist sie. Ne? Darunter sieht es nämlich so aus. Die lasse ich mal noch drauf. Ja, nice. Die Servos sind drinne. Cool. Da hatte ich mir nämlich Sorgen gemacht. Die Servos sind drinne. Und guckt euch mal diesen kleinen, süßen Verbrennungsmotor an. Guck mal, das Rieso, Alter. Leute, guck mal. Beim Feuerzeug. Guckt euch das Rieso an. Guckt euch den Motor an. Wie geil ist denn bitte dieser kleine, süße Motor? Und der Luftfilter, ja gut, den werde ich austauschen. So, machen wir mal an. Der wird so geil abgehen. Richtig geil. Ja, hinten die Federung ist voll. Die Federung hinten ist starr. Da müssen wir mal gucken. Oder müsste die erstmal eingefedert werden? Ich glaube, der muss erstmal eingefedert werden. Das Geile ist, man kann diese kleinen, die Stoßdämpfer hier sind aus Plastik, die kann man ja tauschen, die kann man sogar runterdrehen. Seht ihr das? Hier ist sogar Drehgewinde dran. Richtig geil. Sogar mit Stabi-Z. Ey, wie klein der ist. Das ist ja der abgefahrenste Kram ever. Ist der geil. Hier haben wir die RC-Box. Oh, Batteriefach ist sogar mit drin, ne? Ja, das müssen wir leider auch benutzen, weil hier passt leider kein Akku-Pack von mir rein. Das geht leider schlecht. Ja. Ist aber nicht schlimm. Für die Größe ist das absolut in Ordnung. Passen da eigentlich die normalen Batterien rein oder kommen da die kleinen? Da kommen sogar die kleinen rein. Ach du Scheiße, ja, da habe ich ja Akkus. Heftig, ja, hier haben wir den An- und Ausschalter. Der ist hier nur so rein. Da müssen wir mal gucken, das muss ich mal ordentlich machen. Da haben die nicht richtig bearbeitet. Dann haben wir hier den Stromstecker. Wie haben sie sich das denn gedacht? Hier sind die Servos. Ach so, ja, Strom, richtig. Hm, na ja, klar. So, dann ist das hier auch noch abgedichtet. Hier ist so eine kleine Mini-Dichtung, die Servokabel hier abdichtet. Ja, könnt ihr das sehen? Das ist eine Dichtung. Kleine Batterien kommen hier rein. Wirklich die winzigen kommen hier rein. Geil, Leute. Geil. Ey, das Ding wird der Hammer. Hoffentlich habe ich einen Empfänger, der da reinpasst.
Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich da einen Empfänger für habe, der da reinpasst. Und hier haben wir die Batteriebox. Aber hier ist auch eine Öffnung, das ist ja dämlich, diese Öffnung hier. Naja, geile Nummer. Hier haben wir noch eine Antenne, ein doppelseitiges Klebeband. Hier ist noch ein Servohorn, Ersatzhorn. Und dann haben wir hier noch was, das sieht mir aus wie ein Getriebeschutz. Guck mal, dass man so ein Getriebeschutz ist, dass das übers Getriebe kommt. Da haben wir hier noch Aufkleber, richtig cool, noch ein Servohorn als Ersatz. Aufkleber, dann den Flügel hinten mit den Clips. Der kommt dann hier ran. Geil. Ja, hier kommt wohl dieses Plastik rüber zum Schutz der Zahnräder. Der ist ja süß. Der ist so süß. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Zweigang. Man kann dafür ein Zweiganggetriebe kaufen. Dann hat er Zweigang. Die Ersatzteile von den Autos kosten nur 60 Cent. Jeweils immer zwei Sachen. Das heißt, hier Träger 70, 80 Cent. Die Teile. Ne? 50, 60 Cent. Die Querlenker. Ihr könnt alles nachkaufen. Es ist alles absolut nachkaufbar. Und ich habe auch schon eine zweite Bestellung rausgehauen, wo ich das Tuningsresu mir geholt habe, das Zweigang und die ganzen Plastikteile nochmal auf Ersatz und bin noch unter 25 Euro geblieben. Ne? Geil. Guckt euch diese kleinen Bibi-Servos an. Oh, ich will die testen. Ich will die testen. Moment, die müssen wir testen. Ich will die testen. Und das ist ja hier 1,5 Volt, das heißt, hier haben wir auch 6 Volt an den Servos anliegen, weil die kleinen haben, laufen ja auch mit 1,5. Das heißt, hier der Servostrom wird auch normal sein. Oh, guckt euch dieses kleine Baby-Servo an. Ey, läuft richtig gut, ey. Hat auch Kraft. Richtig gut. Testen wir das zweite, das ist das Gasbremsservo. Ja, brennt. Oh, bremst richtig gut sogar. Oh, hat sogar Vorder- und Hinterbremse. Krass. Okay, läuft richtig gut. Wenn ich reinhaue in die Bremse, ist sie auch fest. Und Vollgasposition gebe ich auch. Also geil, Leute. Geil. Oh, das wird so geil. Ich sag euch das jetzt schon. Das wird der Obershit. Das Teil wird echt der Obershit. Guckt euch diesen kleinen süßen Motor an. Ne? Das sind, lasst mich nicht lügen, das sind 0,7 Kubik. Ne? Der kleine hier. 0,7. Das wäre geil, ey. Und wie gesagt, alle Teile, selbst der Seilzugstarter, super billig. Ne? Wir reden hier über Eurobeträge, über Centbeträge bei dem Auto. Ne? Der ganze Motor kostet nur 30 Euro. Das heißt, selbst wenn der Motor kaputt geht, hole ich mir für 30 Euro 9. Die ganzen Teile hier, die Reifen, ne, die Distfelgen, sind die verklebt? Ja, sind sogar verklebt. Die Distfelgen und so alles, das sind alles Centbeträge. Ne? Ja. Cool. Das wird ein geiler Buggy, Leute. Das ist geil. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, Leute, das war's erstmal. Ihr habt den Kleinen gesehen. Guckt, ich muss euch das nochmal zeigen. Ich muss euch das nochmal genau im Detail zeigen. Guckt euch diesen Tank an. Ich halte mal meinen Daumen daneben. Guckt euch diese Größe an. Ist der süß. So, ich guck mal kurz rein. Aha, ist sogar ein Filter unten dran. Die kleinen dünnen Schläuche, richtig cool. Die müssen wir nochmal neu legen, weil hier an der Lenkung gefällt mir das nicht so. Das heißt, die werde ich hier wohl abzwicken und werde die hier mit so einem Stück Draht, mit so einem Bügeldraht, werde ich die wohl hier oben in der Luft dran machen, weil hier so am Servo ist nicht so prickelnd. Ja, guckt euch die kleinen Achsen an. Ach so, noch was viel wichtiger ist, guckt euch das an. Seht ihr das? 4 WD, Leute. Der kleine hier hat 4 WD. Hier, das hier, man könnte jetzt sagen, ja, hier Plastikzahnräder und so. Wisst ihr, was diese Plastikzahnräder kosten? 30 oder 40 Cent. Ne? Was interessiert mich, dass das Plastik ist? Ne? Dann kann man das Getriebe hier noch als Zweigang holen. Das heißt hier mit zwei Gängen. Das werde ich auch noch machen, das habe ich auch schon bestellt, habe ich ja schon erwähnt. Wie gesagt, die ganzen Ersatzteile super billig. Und bis 25 Euro kann man ja sowieso dann da einkaufen gehen. Das werde ich auch machen. Und alle Teile, so wie Glocke, Zahnräder, Querträger, die Brücke hier oben und so, die ganzen Teile habe ich schon bestellt. Das Tuning-Reso.
Federn sind geil. Ich finde das cool, dass man die verstellen kann. Der ist so klein, so süß. Wisst ihr was? Wir starten den. Komm, Premiere. Wir starten den. Einmal nur kurz starten. Was ich ein bisschen schade finde, hier ist kein Pumper, dass wir so pumpen können. Ich gebe nur ganz wenig rein. So. Wir wollen hier nochmal kurz starten. Die Einlaufphase werde ich auch filmen. Ne? Ich mache alles, wie mit dem normalen großen Autos auch. Das Geile ist, Leute, das Teil, ne? Guckt euch diese Größe an, meine Hand. Ne? Das Teil, ab in Ranzen, ne? Irgendwo hin, Park, wo auch immer, wo auch Leute sind, anschmeißen. Wer soll sich denn bei dem kleinen Geräusch oder bei dem kleinen Sound, wer soll sich denn da aufregen? Ne? Wer? Keiner. Und jeder, der sich darüber aufregt, den lache ich aus. Dann wollen wir kurz gucken. Ich gebe mal kurz Vollgas. So, da halten wir den Auspuff zu und ziehen mal. Und guck mal, wann er hier Speed zieht. Ah, jetzt schon, hier, da kommt es. So, das ist genug. Und dann wollen wir gucken. Oh, Glühkerze ist auch schon drin. Okay, war wohl noch nicht genug. Okay. Mhm. Okay, der muss noch mal eingestellt werden, der läuft viel zu hoch. Ich guck grad mal, ah, da. Das machen wir jetzt mal kurz. Oh, ist der geil, der hört sich ja Hammer an. Das ist mir ein Tick zu hoch. Eigentlich sollte man das erst machen, wenn der Wagen warm ist. Aber in dem Fall jetzt, wo ich das kurz zeigen möchte, geht das auch so. Weil ich kann ihn ja wieder zurückdrehen. Ah, schon besser. Das war aber ein Tick zu viel. Ja, anscheinend braucht er das. Anscheinend braucht er das sogar. Ich drehe mal wieder zurück. Anscheinend braucht der Kleine das. Der Kleine braucht das, weil er so klein ist, braucht er wohl diese Hochtürigkeit. Wir werden das aber noch mal testen, wenn er richtig eingelaufen ist und warm geworden ist. Aber der Kleine wird schon warm. Der Kleine wird aber schon richtig warm. Wahnsinn. Mal kurz die Temperatur messen. Der Kleine wird ja schon richtig warm. Na? Oh, der hat schon 60 Grad erreicht in der kurzen Zeit. Na? Ja, fetter müssen wir ihn auch noch machen. Das werden wir alles draußen machen. Den Einlaufprozess werden wir alles zusammen machen. Schön fett einstellen. Der Luftfilter scheint mir auch so, als wäre er noch trocken. Ich guck mal kurz. Ja, der ist nicht geölt. Den muss ich auch noch mal ölen. Wobei ich da am liebsten einen anderen reinsetzen werde. Aber als Anfang werden wir erstmal den benutzen. Ja, das wird alles noch gemacht. Und dann sehen wir uns mit dem geilen Baby die nächsten Tage draußen bei der Einfahrt. Und ich freue mich schon richtig auf den. Guckt euch diesen kleinen... Ey... Weil Leute, ich habe alles. Ich habe 1,10er, 1,8er, jede Sorte von 1,8er. Und das hier ist 1 zu 16. Geil. Das ist der geil, ey. Dieser kleine süße Motor, ey. Das ist der Hammer, ey. Einfach nur der Hammer, Leute. Ja, das war's mit Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich bin's, euer Laser. Tschüss.